Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr zu einem neuen Video eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute den Projektfortschritt zeigen im Project Pen. Vor einem Monat habe ich euch gezeigt, welche 10 Produkte bei mir leer gehen sollen. Es handelt sich nämlich um diese Schätzchen hier. Es sind zum Teil Produkte, die ich schon länger offen habe, zum Teil Produkte, die mir nicht so gut gefallen, die ich jetzt endlich leer haben möchte. Beginnen möchte ich mit der Mixology Palette von Sephora. Diese Palette habe ich schon ewig lang und irgendwie sprechen mich die Farben schon an. Allerdings finde ich sie ein bisschen langweilig und deswegen habe ich sie in letzter Zeit überhaupt nicht genutzt. Und das Project Pen wollte ich jetzt zum Anlass nehmen, die mal wieder ordentlich zu benutzen, um dann zu schauen, darf sie weiterziehen, bleibt sie da oder was mache ich dann mit ihr? So schauen die Farben aus und ich finde sie eigentlich echt tragbar. Von daher ist es eine schöne Alltagspalette. Sie ist ein bisschen unaufregend, ein bisschen langweilig, aber sie ist durchaus tragbar. Ich habe sie versucht ordentlich zu benutzen im Oktober, aber leider ist es mir nicht immer gelungen, weil sie doch ein bisschen unspannend war. Teilweise musste ich sie dann mit anderen Paletten noch ein bisschen mixen. Ich blende euch immer ein, wie viel Gewichtsverlust denn wirklich ist bei den einzelnen Produkten und ihr könnt dann sehen, wie viel ich dann auch verwendet habe. Mein Projekt dauert bis 31.12. Bis dahin möchte ich versuchen, diese Produkte leer zu machen oder sehr stark zu benutzen, dass ich sie dann ohne schlechten Gewissens auch aussortieren kann. Den Pixi Glow Mist habe ich verwendet im Dekolleté und im Gesicht und man ist wirklich sehr glowy danach. Also die Haut glänzt richtig, natürlich da ist auch ein bisschen Öl mit dabei. Es nährt die Haut, macht sie schön feucht und man glänzt richtig arg. Deswegen habe ich es nicht so oft anwenden können, also schon gar nicht, wenn ich das Haus verlassen habe, sondern eher mal abends vorm Schlafen gehen über der Nachtcreme oder sowas. Also von daher ist es ein bisschen Gewichtsverlust entstanden, aber noch nicht so dolle. Und es ist echt noch ordentlich was drin, also das sollte wirklich jetzt langsam aufgebraucht werden. Ich habe keine Lust mehr auf den Spray, der muss echt weg. Man erkennt es nicht mehr, der ganze Schriftzug ist inzwischen abgerubbelt und zwar ist es von Mana Kadar ein Blush. Ich habe es ein paar Mal verwendet im letzten Monat und finde es eigentlich ganz spannend. Wenn man mit einem kleineren Pinsel reingeht, kann man hier sehr schön den dunklen Ton rausnehmen oder man kann auch diesen hellen Ton als Highlighter verwenden. Ich habe das dann teilweise so gemacht, dass ich das als Blush und Highlighter verwendet habe. Das war eigentlich ganz spannend. Der untere Ton hier, der ist mir ein bisschen zu rosig, also der gefällt mir überhaupt nicht. Und es ist schwierig, da nur in den dunkleren reinzugehen und den helleren irgendwie ganz auszusparen. Es ist trotzdem ein kleiner Gewichtsverlust entstanden. Dieser Blush wird auf jeden Fall auch zum 31.12. bei mir in den Müll wandern. Wie gesagt, der Deckel hält nicht mehr richtig, der Spiegel ist gebrochen, er sieht innen nicht mehr so gut aus. Das ist schon richtig abgenutzt und gefällt mir nicht mehr und der muss dringend aussortiert werden und vielleicht sogar leer werden oder zumindest ein bisschen was raus. Von Bella Pierre habe ich das HD Finishing Powder in meinem Project Pen. Dieses Finishing Powder, das hinterlässt so ein bisschen ein weißer Film auf der Haut. Ich habe es jetzt heute mal nicht verwendet, denn in den letzten Videos hatte ich es oben und habe dann immer gedacht, oh, ich habe sowieso einen Grauschleier auf der Haut oder ich weiß es gar nicht. Also das ist irgendwie, sieht so überbelichtet aus. Ich habe das Gefühl, das liegt an diesem Puder. Ich finde es wirklich nicht so gut für mich geeignet und da bin ich ganz froh, wenn da schon ein bisschen mehr dann raus ist. Ich blende euch wieder ein, was ich verbraucht habe jetzt diesen Monat. Und ich bin froh, wenn das dann mal irgendwann leer geht. Diesen Color Corrector Stift Airbase habe ich ein paar Mal verwendet, bin aber drauf gekommen, dass er schon sehr trocken ist. Also irgendwie sehr eine dicke, trockene Textur und hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Deswegen bestärkt es mich umso mehr, dass ich den jetzt endlich leer machen möchte und dass er endlich gehen soll. Er tut wohl seine Arbeit, also er hat schon Rötungen überdeckt und sowas, aber er gefällt mir einfach nicht von der Textur und von allem. Also der muss jetzt ganz dringend leer werden. Das Lipöl von Clara habe ich in der Farbe 04 Candy und finde es auch echt mega. Ich habe das jetzt ein paar Mal verwendet, auch teilweise in Videos und so. Ich finde den Farbton schön und so weiter. Es läuft nur leider aus bei mir, deswegen ist es hier ein Projekt. Und es ist ganz schwer, das leer zu machen. Irgendwie komme ich da kaum irgendwie ran. Aber ich gebe mir Mühe, das muss auch echt weg bis 31.12. Die Glam Glow Cream habe ich jetzt auch echt gerne verwendet diesen Monat. Muss sagen, sie riecht so fabelhaft. Ich habe es da nicht ganz nachvollziehen können, warum sie eigentlich in das Projekt gegeben habe, weil ich finde sie toll. Also die Haut glitzert richtig schön danach, eigentlich das, was sie soll nach dieser Creme. Und sie duftet total herrlich und auch wenn es dann auf der Haut ist, man riecht es dann immer noch. Und das, ich finde es total genial, das Produkt. Allerdings, ich hatte es ja am Anfang immer im Gesicht angewendet und das Gesicht sah dann ein bisschen nass aus. Das heißt, es sah aus, wie wenn ich schwitzen würde die ganze Zeit. Ich nehme es jetzt nur noch aufs Dekolleté und auf den Hals und so weiter und da finde ich die echt toll. Ich habe es jetzt über ein Jahr auf und es muss jetzt wirklich endlich leer gehen. Von Royal Apotheke habe ich diesen Lippenscrub öfters getestet, was ich total doof finde. Ich habe ihn immer liegend aufbewahrt und der läuft da halt irgendwie aus. Also da ist immer alles ölig dann drunter. Man muss ihn dann wirklich eigentlich stehend aufbewahren. Und da habe ich jetzt in meiner Kiste hier hinten, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, dass es ja, nur gestanden hätte.
Ich mag den Duft, ich mag das Gefühl auf den Lippen, aber mir gefällt dieses Tübchen nicht. Also ich werde davon abkommen, irgendwelche Lip Scrubs und irgendwelchen Tübchen zu kaufen, weil ja, diese, also das Auftragen mit den Fingern und so weiter, das gefällt mir nicht. Ich bin jetzt einmal sehr gespannt, in einem Adventkalender ist ja so ein Lip Scrub Stift drin. Ich denke, dass mir sowas eher dann zusagen wird. Also ich werde die ganzen Tübchen Lip Scrub und so weiter, das werde ich, glaube ich, in Zukunft eher meiden. Ihr merkt, wir gehen ziemlich schnell durch dieses Video. Hat damit auch was zu tun, dass es eigentlich nicht so viel noch zu sagen gibt, da wir ja mitten im Projekt sind. Es gibt aber zwei Produkte, die jetzt ausscheiden werden. Zum einen wird ausscheiden No Make-up 3-in-1 Cleansing Oil Gel. Ich habe diesen Cleanser öfters verwendet. Ihr seht auch, dass ein bisschen was weggekommen ist vom Gewicht. Allerdings habe ich jedes Mal danach rote, juckende Stellen bekommen und habe dann nicht genau gewusst, weil ich ja danach noch eine Creme drauf tue und so weiter, was hat dieses Jucken verursacht, und habe es dann wirklich ausgetestet und es kam von diesem Cleanser. Ich vertrage ihn leider nicht. Und aus dem Grund muss ich den jetzt leider aus dem Projekt rausschmeißen. Also der fliegt jetzt direkt nach dem Video, fliegt der in die Aufgebrauchtkiste rein. So, und dann haben wir hier noch einen Kandidaten im Säckchen. Die Skin Tone Face Base von Kiko war mit im Projekt, weil hier ein kleiner Riss entstanden ist und es ist dann wirklich komplett abgebrochen. Also ihr seht das hier, ist das Tübchen komplett abgebrochen. Ich habe es dann danach, wo es dann schon abgebrochen war, noch ein paar Mal verwendet, aber es ist so schnell ausgetrocknet und es war dann so ein komisches Gefühl und ich mochte es dann nicht mehr. Das wird jetzt auf jeden Fall auch in den Müll wandern, scheidet aus diesem Projekt aus. Es hat trotzdem einen kleinen Gewichtsverlust gegeben, den blende ich euch noch ein. Zwei Produkte sind ausgeschieden. Ich möchte gerne zwei neue in meine Kiste reinmachen, dass es wirklich beim Projekt 10 Pen bleibt. Bis Weihnachten möchte ich 10 Produkte aufbrauchen. Und in das Kistchen kommen jetzt ein paar Parfümbröbchen mit dazu. Ich rechne das jetzt als ein Produkt, habe es auch mit einem Gesamtgewicht gemessen. In diesem Fläschchen ist noch ungefähr ein Drittel drin oder knapp ein Viertel. Und es handelt sich um das Xleta One and Two for You. Das nächste Pröbchen ist Splendida. Und dann haben wir noch ein Pröbchen Aqua Colonia, das war in der Glossy Box drin. Und diese drei finde ich okay vom Geruch, also es ist nicht so ein Nachkaufprodukt für mich alles. Aber die möchte ich jetzt einfach loswerden, weil das nimmt so viel Platz einfach bei mir im Regal weg. Und das letzte Produkt von den 10 Pen, dann sind sie zu 10 und vollzählig. Es ist eine Mascara und zwar von Lavera. Eine Volumenmascara Bio Organic. Ich mag die Mascara ganz gern, muss aber sagen, ich habe bessere. So schaut das Bürstchen immer aus. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Ich möchte jetzt gerne aufbrauchen. Ich möchte gerne, dass die leer wird, damit ich einfach die anderen dann, ich habe noch ein paar parallel auf, damit ich dann einfach die anderen jetzt dann auch wieder mehr benutzen kann. Die Kiste ist gepackt. Es geht in den neuen Monat und ich werde euch wieder in einem Monat berichten, wie es denn mit den 10 Produkten aussieht, ob sich was aufgebraucht hat oder wie viel Gewichtsverlust entstanden ist, wie weit ich gekommen bin auf dem Weg zum Ziel. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.